Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier von Heaven's Hope. Ja, letzte Folge haben wir uns so ein bisschen dezent mit Petrus angelegt, aber wir haben dadurch einen ganz großen Vorteil. Unser Heiligenschein funktioniert wieder, den wir aber witzigerweise nicht im Inventar haben. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber hey, unser Heiligenschein funktioniert wieder. WTF! Ja, wir wollten diese Spinne, sage ich schon, diese Maus wiederbeleben. Unser Heiligenschein ist wohl scheinbar unsichtbar geworden. Wir haben hier dieses Pustesymbol. Dann werden wir doch diese liebe Maus jetzt mal wiederbeleben, wo wir ja die Seele so nett an den Dann Schwanz schauen wir mal, ob das noch klappt. rangeknotet haben. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Der Mäusefänger. Oh, wie süß. Oh mein Gott. Okay, das hat geklappt. Ja, schon. Aber wie werde ich dieses verlauste Fellknäuel jetzt wieder Ja, los? was heißt hier Ich glaube, das Thema ist verlaust? durch. Na toll. Oh Gott, wie süß. Oh, ich würde mir das am liebsten nochmal anschauen. Oh Gott, wie knuffig. Oh, das ist schön. Ja, was, wir können dem auch Leben einhauchen. Oh, ob das gut geht. Oh yeah. Mit der dreckigen Kleidung würde ich hier bestimmt nicht mehr Ja, auffallen. dann lass uns mal mit dem reden. Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Schön. Ich bin ein Engel. Fürchte dich nicht. Ich fürchte mich vor niemandem. Okay. Was machst du hier? Wurdest du gekreuzigt? Ich wache über dieses Feld, als wäre es meine Familie. So? Einen schönen Mantel trägst du da. Kann ich mir den vielleicht ausleihen? Das kann ich nicht tun. Ich gebe dir dafür, was du verlangst. Wir beide kennen uns noch nicht lange. Und du kommst heute zum ersten Mal zu mir und bittest mich um Rat oder Hilfe. Aber hast du mich noch nie in dein Haus auf eine Tasse Kaffee eingeladen? Bist du eine Vogelscheuche? Lass uns ganz offen sein. Legst du überhaupt Wert auf meine Freundschaft oder fürchtest du dich, in meiner Schuld zu stehen? Hier kommst du zu mir, kennst nicht einmal meinen Namen und bittest mich um meine Kleidung. Aber du zeigst mir keinen Respekt. Bittest nicht etwa um Freundschaft? Also ich, Talorel, Talorel. Was habe ich denn bloß getan, dass du mich so respektlos behandelst? Wärst du in Freundschaft zu mir gekommen, dann würdest du diesen Mantel bereits dein eigenen. Willst du mein Freund sein? Gut. Irgendwann, möglicherweise auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Oh, okay. Aber solange ich das nicht tue, bekommst du den Mantel auch nicht. Okay. Entschuldigung im Übrigen, dass ich die ganze Zeit die Maus dort über den Untertitel hatte, oder Übertitel in dem Falle. Ich meine, ich weiß, es heißt nicht Übertitel, aber Untertitel ist es ja auch nicht, es liegt ja nicht unten. Egal. Ja, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, cool, das Wort kann ich gerade nicht lesen. Aber dass ich die Maus mal wegbewegt habe, hätte, das habe ich nicht getan. Wie könnte ich dir denn einen Gefallen tun, um dir meine Freundschaft zu beweisen? Nun ja, es ist Herbst. Es ist windig. Es passieren Unfälle. Ja. Mein Hut, der Hut meines Vaters, Gott hab ihn selig. Kürbis. Wenn du ihn mir wieder beschaffst, würde ich das als Gefallen betrachten. Okay, dann versuchen wir das mal. Ich gehe dann mal. Gut, wir wollen also den Hut Hm, bekommen. könnte das so ein Hut sein, von dem diese seltsame Kreatur da sprach? Nur wie komme ich da ran? Du bist sehr groß. Streck dich doch einfach. Du könntest die Maus da hochschicken. Wirklich? Vielleicht bist du kleines Fellknäuel ja doch für etwas zu Oh, ist die gebrauchen. süß. Wirklich? Oh, das war geraten. Oh Gott, ist die süß.
mich. Oh. Oh. Das ist so süß. Sache. Diese Kreatur hat nun ihre Behutungen wieder oben drauf. Nun steht sie in meiner Schuld. Ja, könnte man so sagen. Warte mal, willst du Käse? Wieso sollte ich das machen? Weil das eine Maus ist und Mäuse Käse wollen. Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Ich habe dir deinen Hut wieder beschafft. Gut, gut, gut. Damit hast du mir tatsächlich einen Gefallen getan. Würdest du jetzt vielleicht, die Kleidung mit mir tauschen? Gut. Soll dieser Mantel ein Geschenk an dich sein? Zu dem Tag unserer Freundschaft. Ja. Aber denke daran, wir sind nun Freunde. Ja, werde ich. Na gut. Oh, das sieht doch tatsächlich cool aus. Ach, und ihm haben wir unseren Mantel gegeben, so wie es scheint. Auch die Jeans. Das sieht gut aus. Können wir nochmal mit ihm reden? Hallo? Ich bin Talorel. Guten Abend, Talorel. Wie geht es dir? Naja, wie geht es so, mein Freund? Ich hasse diese Frage. Es ist immer gut, Freunde zu haben. Findest du nicht auch? Jetzt ist sie nicht wirklich Freund. Oh ja, kann man gar nicht genug davon haben. Vor allem Freunde, die einem überhaupt keine Angst einjagen. Ich mag den Stil irgendwie, den er jetzt anhat. Aber so wirklich dreckig sieht das nicht aus. Aber das hat was. Das hat wirklich was. Gefällt mir. Ist schön. Gut. Dann werden wir mal mit ihm reden, was er jetzt zu unserem neuen Style sagt. So, Hallöchen. Na, was sagst du zu meinem edlen neuen Zwirn? Schau an. Wie ein richtiger Edelmann. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. So kannst du auf jeden Fall nach Heaven's Hope rein. Vorausgesetzt. Du erzählst nicht wild herum, du seist ein Engel. Und wie komme ich jetzt in dieses Heaven's Hope? Na, das da. Ist ganz einfach. Du gehst immer geradezu durch den Wald und folgst dann dem Schild. Hier, ich habe sogar eine Karte für dich. Oh. Generell kann man sich hin und um Heaven's Hope eigentlich nicht verlaufen. Die ganze Stadt ist rund um den Marktplatz herum angesiedelt, zu erkennen an dem großen Scheiterhaufen in der Mitte. Und wenn du dich doch mal verläufst, geh einfach ins Zentrum. Da stehen ganz viele Wegweiser. Oder schau auf deine Karte. Das ist sehr nett von dir. Wie finde ich denn diesen Wissenschaftler Blumford? Das ist nicht schwer. Du musst einfach nach Heaven's Hope rein. Sein Labor ist direkt im Zentrum. Okay, alles klar. Ich gehe dann mal. Ich wär's mal mit Danke. So, dann schauen wir uns mal diese Karte an. Okay, die Karte ist geil. Die Karte ist richtig geil. Die Karte hilft überhaupt nichts. Die hilft erst, wenn ich's gesehen habe. Du hast mich angeschummelt, alter Mann. Hey, hey, hey. Aber sie hat Stil. Freigeschaltet. Errungenschaft. Ein Engel auf Erden. Sehr schön. Ja, die Errungenschaften seht ihr leider nicht. Da müsste ich die Monitoraufnahme einschalten, damit ihr die sehen würdet. Ich kann das ja mal machen, hinzufügen. Monitoraufnahme. Jetzt seht ihr das. Jetzt haben wir das. So. Dann seht ihr auch die Errungenschaft in Zukunft. Hm. Ein eingeritztes Herzchen mit den Buchstaben S und B darin. Mhm. Da haben sich wohl welche verliebt. Ein Baum. Irgendwie ist sein Anblick beruhigend. Aber wir können mit ihm reden. Das finde ich interessant. Wir reden also mit dem Baum. Hallo, Baum. Lass mich raten. Er sagt Hallo. Ich bin Talorel. Hallo? Sieht so aus, als hätte der kein Interesse an einem Plausch mit dir. Vielleicht schläft er aber auch nur. Es sieht schon sehr menschlich aus hier mit dem Bart und allem. Gibt es sonst noch etwas hier? Dann drücken wir vorsichtshalber mal kurz die Taste. Nee, es gab sonst tatsächlich nichts hier. Gut, dann gehen wir wieder. Was machen wir eigentlich mit der Maus? Nehmen wir jetzt die überall hin mit? Meanwhile. Also währenddessen, wer nicht weiß, was Meanwhile heißt. Oha. Oh.
Okay. Also gibt es echt böse Dämonen hier in dem Dorf. Krasse Sache. Eine gelbe Blume. Und mit der willst du reden? Hallo? Scheint zu schlafen. Will der wirklich mit allem reden? Mit Blumen? Der steht aber wackelig. Könntest du ihn theoretisch runterschubsen? Sonst noch was hier? Ein Fluss voller Wasser. Was haben wir sonst noch? Habe ich richtig gesehen, dass wir sonst nur noch... Okay, das hier unten haben. Eine schöne exponierte Stelle am Fluss mit ausgesprochen guter Beleuchtung, die sich im Fluss spiegelt. Ja, und was willst du damit jetzt sagen? Also wenn wir irgendwann mal Beleuchtung wollen, gehen wir dahin. Okay, verstehe. Also wissen wir schon mal, wo wir an Beleuchtung kommen. Warum auch immer. Könnte vielleicht mal interessant werden für uns. Wir müssen ja tief durch den Wald, hat es geheißen. Oh, hi. Karte. Ah ja. Ist Baum, ist Brücke, ist Dings. Okay. Ich habe so eine Ahnung, dass es in die Richtung zu einer Mühle geht. Könnte durchaus möglich sein. So, was haben wir hier? Der Stand eines Händlers. Da liegt aber viel herum. Das riecht so komisch. Na, der hat da auch eine Shisha. Da ist ein Totenkopf auf der Flasche. Könnte wohl Gift sein. Ein feines Pulver. Das siehst du von hier aus, dass da Pulver drin ist? Riecht komisch. Gut, aber komisch. Knofi? Du magst den Geruch von Knofi? Okay. Hallo, mein Name ist Talorel. Ich bin Karim. Stets zu Diensten. Okay. Das ist ja ein interessanter Stand. Was genau verkaufst du denn? Und was riecht dir so? Der Duft des Abenteuers, Effendi. Sandelholz von der Küste Coromandels. Galbanum aus den levantischen Häfen. Drachenblut aus Kleinasien. Dann Kopal, Damar und Alemios. Außerdem marokkanische Tränen. Mastix aus Nordamerika und indische Narde aus... Indien. Was kann ich für dich tun? Ich muss eins sagen. Ich habe bisher von dem... Erschaffern, mir fällt es gerade nicht ein, von den Programmierern generell, also von den Leuten, die dieses Spiel halt erschaffen haben, habe ich noch vorher noch nie was gehört. Ich habe mich, ehrlich gesagt, jetzt aber auch nicht erkundigt, ob die ganz neu sind, ob das ihr Erstlingswerk ist, das weiß ich leider nicht. Aber sie haben schöne Synchronstimmen. Das muss man echt sagen. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt, gib Bescheid. Diese Liste da, was ist das denn? Das ist meine Kundenliste. Da führe ich ganz genau Buch, wer bei mir etwas gekauft hat, wer schon bezahlt hat und wer noch nicht. Okay. Darf ich mir deine Kundenliste mal anschauen? Auf gar keinen Fall. Das ist strengstes Betriebsgeheimnis. Diskretion ist in diesem Job einfach alles. Werden wir es auch nicht ausleihen dürfen. Was hast du denn im Angebot? Schau dich um, Effendi, und falls dir etwas gefällt... Gib Bescheid. Was haben wir sonst noch? Was ist das für ein Pulver? Dieses Pulver hier. Was ist das denn? Das ist Niespulver, Effendi. Die Kinder lieben es. Möchtest du vielleicht eine kleine Kostprobe davon haben? Oh ja, danke. Oh, wir haben tatsächlich was davon bekommen. Interessant, wer weiß, ob wir das nicht mehr brauchen. Was hast du denn im Angebot? So, das drücke ich mal weg, weil sonst muss ich das 5-mal wieder vorlesen lassen. Was ist denn in der Flasche mit dem Totenkopf drauf? Das ist sehr potentes Gift, Effendi. Das kann man zum Beispiel gegen die Blattläuse im Garten verwenden oder aber auch, um eine ganze Rattenplage auf einer Mülldeponie auszumerzen. Oha. Ist es möglich, dass ich davon was bekomme? Aber natürlich, Effendi. 2 Pfund. Aber ich habe leider gar keine Pfund. Oh, Effendi, willst du mich arm machen? Ich habe 5 Kinder durchzubringen. Das kannst du mir doch nicht antun. No. Was hast du denn im... Dieses Bündel. Was ist denn dieses Bündel da, das so stark riecht? Ah, Effendi, das ist Lavendel. Duftet wundervoll und man kann es auch noch gegen Motten verwenden. Kann ich davon vielleicht was haben? Aber gerne doch, Effendi. 1 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Oh, Effendi, was tust du mir an? Ich habe 7 hungrige Mäuler zu Hause. Oh, jetzt sind schon 7. Und noch die meiner Frau und die ihrer Schwestern. Vorher waren es noch 5, ne? Was hast du denn...
Was sind denn diese Knollen da, die so streng riechen? Das ist ganz, ganz frischer Knoblauch. Oh, schmeckt gut und hält die Mücken fern. Dürfte ich davon vielleicht was bekommen? Aber gerne doch, Effendi. Effendi! Ein halbes Pfund. Leider habe ich keinen Pfund. Aha, Effendi, das kannst du mir doch nicht antun. Ich muss 12 Kinder satt bekommen und obendrauf noch die ganze gierige Verwandtschaft meiner Frau. Jetzt sind schon 12 Kinder, okay? Was hast du denn immer? Ich finde das richtig gut. Was sind denn das für Flaschen da? Das ist ein echtes Wundermittel. Koffeinshampoo. Hilft gegen Haarausfall und bringt selbst bei absolut glatter Platte wieder eine volle Haarpracht zurück. Ja, klar. Hm, ich glaube, das brauche ich nicht. Man weiß nie, wofür man sowas brauchen kann. Könnte ich davon vielleicht noch eine Flasche haben? Aber klar doch. 3 Pfund. Pfund habe ich leider keine. Effendi, oh, was machst du hier mit mir? Das geht doch nicht. Ich habe 16 Kinder mitzubringen. Die ganze Siebschaft meiner Frau, meiner Schwester und ihres Bruders. Oh, weia, gibt's sonst noch was? Was hast du denn im Angebot? Die Liste. Diese Liste. Was sagt du denn, wenn ich sie mir ausleihen will? Darf ich mir deine Kundenliste mal ausleihen? Auf gar keinen Fall. Das ist strengstes Betriebsgeheimnis. Diskretion. Okay, das sagt er genau das Gleiche. Okay. Ich gehe dann mal. Bis bald, Effendi. Oh, was tust du mir an? Das ist schön. Sie haben meiner Meinung nach echt Liebe ins Detail gelegt. Ich finde das toll. Das gefällt mir. Das ist wirklich schön. Nice. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, bevor wir uns in der Stadt umgucken, schauen wir jetzt erst noch kurz, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir uns noch nicht angeguckt haben. Und dann werden wir den Part für heute beenden. Eine ganze Menge Flaschen. Auf den Etiketten steht Koffein-Shampoo. Genau, Koffein-Shampoo. Genau, so ist es. Das hier... Oh. Darf ich mal sehen? Auf gar keinen Fall. Das ist Betriebsgeheimnis. Oh ja, meine Güte. Heaven's Hope. Da scheint es zu dieser Stadt zu gehen. Ja, und die können wir das hier auch angucken. Da hinten muss diese Stadt Heaven's Hope sein. Genau. Aber die schauen wir uns nächste Folge erst an. Ich denke, das ist ein guter Break, um hier einfach den Part für heute zu beenden. Und nächste Folge gucken wir uns dann eben in Heaven's Hope um und schauen, was wir dort denn finden. Und vor allem, was wir dort noch für witzige Charaktere kennenlernen. Heute haben wir ja die Vogelscheuche kennengelernt und diesen Typi da. Und ja, es macht Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Ja, ich verabschiede mich für heute, sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.